Tisch für euren Garten braucht oder für eure Küche und nicht viel Geld zur Verfügung habt, aber einfach ein bisschen Zeit, dann schaut jetzt mal zu. Ja, das hier sind auch schon alle Werkzeuge, die ich verwendet habe. Also sehr übersichtlich. Ich habe hier eine Japansäge von Dick, von der bin ich wirklich sehr begeistert. Und natürlich Makita Akkuschrauber, ohne geht nicht. Also das sollte wirklich jeder daheim haben. Ich fange damit an, dass ich die Palette eben teilzerlege. Ich lasse mir die haltenden Balken allerdings stehen und lege einfach die Bretter um. In meinem Fall passt es ganz gut. Und die Abstände zwischen den Brettern, die spiele ich mir einfach so ein bisschen hin. Das ist eigentlich die nervigste Arbeit an dem ganzen Projekt, aber es geht schon. Ich kontrolliere die Winkel, damit das später nicht krumm und schief ist und schraube das dann alles einmal ab. Auch was bereits genagelt ist, durch die Feuchtigkeit würde sich das bestimmt irgendwann lösen. Wenn ihr das geschafft habt und eure Größe festgelegt habt, dann könnt ihr einfach die überstehenden Balken absägen. Hier gucke ich jetzt schon mal, wie ich die Beine mache und überlege mir ein Konzept. Ja, hier zeichne ich mir das an und schneide das Ganze auf Gehrung, damit ich wie so eine Art X bauen kann. Genau. Dann stell die so gegeneinander und guck, wo die sich treffen und zeichne das an. Und zwar zeichne ich das einmal rundherum alle Schnittflächen an, die weg müssen. Und fange dann ganz vorsichtig an, mit der Japansäge eben diese Schnitte zu machen. Damit ich das überplatten kann, einfach ein Beil und einen Hammer. Weil das jetzt recht grob ist, versuche ich das jetzt hier einfach ein bisschen nachzubearbeiten. Also für die Werkzeuge ist es, glaube ich, ganz okay und für die Zwecke reicht es auch. Ja, und das war auch schon der schwierigste Schritt am ganzen Tischbau. Alles, was jetzt zu den Füßen noch bleibt, ist die ordentlich zu verschrauben oder zu verleimen, je nachdem. Ich schraube. Also, das ist wirklich mal stabil. Jetzt, als nächstes kommt das Schleifen. Schaut es euch an und gleich erzähle ich noch was dazu. Ich verwende ja diesen Schleifteller hier und fange da mit einer 60er Körnung an. Gehe dann weiter zu einer 120er und nach dem Abflammen, dafür benutze ich eine ganz normale Propanlanze, gehe ich hier mit so einem Lamellenvlies drüber. Das macht das Ganze dann einfach unheimlich sanft und glatt. Da man mit dem Winkelschleifer sehr viel Holz auf einmal abnimmt, ist es wichtig, zügig und gleichmäßig zu arbeiten. Ich arbeite hier einfach von Brett zu Brett und bemühe mich, die Höhenunterschiede zwischen den einzelnen Brettern so gut wie möglich auszugleichen. Als nächstes versuche ich, die einzelnen Bretter zu entgraten. Dazu nehme ich die Drehzahl von der Flex runter und fahre einfach zwischen den Brettern entlang. Um die natürliche Maserung des Holzes hervorzuheben,
flamme ich das Ganze jetzt nochmal ab. Das ist nicht ganz einfach, weil sich das Holz nie gleichmäßig verfärbt. Auch wenn ihr euch wirklich bemüht, gleichmäßig Hitze auf das Holz zu bringen. Aber macht euch da keinen Stress, weil gleich beim Polieren, da kann man das nochmal sehr gut ausgleichen, indem man einfach dunklere Farbflecken einfach länger schleift. Nicht zu lang, sonst nehmt ihr alles runter. Einfach ein bisschen spielen. So. Jetzt muss man einfach eigentlich nur noch die Beine anschrauben. Und zwischen die Beine schraube ich einfach nochmal so eine Latte, damit sich das Ganze ein bisschen aussteift. Also das Ganze werde ich jetzt noch mit einem Klarlack streichen, um die Oberfläche zu versiegeln. Durch das Abflammen hat es jetzt schon mal einen natürlichen Schutz. Aber wenn da eben ein bisschen Öl oder so drauf kommt beim Grillen, dann verfärbt sich das Holz gleich. Das möchte ich vermeiden. Ja, wenn euch sowas gefällt, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über Feedback. Natürlich kann man in genau der gleichen Art auch eine Bank bauen, nur eben im kleineren Maßstab. Ich glaube, dazu werde ich nicht extra ein Video machen. Wenn ihr aber mehr Videos mit Einwegpaletten wollt, lasst es mich einfach wissen. Ich habe noch viele Ideen und der Rohstoff ist so billig, nein, kostenlos. Ja, der geht mir so schnell nicht aus. Also, jetzt aber ab ans Nachbauen.